Freunde, als Mann der Kirche beginne ich mit dem Propheten Jeremia, der sagt, sucht das Beste für die Stadt. Und darum geht es hier jetzt auf diesem Platz, dass das Beste für die Stadt herauskommt. Punkten sage ich, was mir wichtig ist. Zum einen, es wird uns vorgehalten, wir seien viel zu emotional. Was sollen wir denn sonst sein? Ich habe als Kind den Krieg erlebt und sah sogar, wie Stuttgart brannte. Wenn ich heute sehe, wie ein völlig intakter Bahnhof, der sogar ein Baudenkmal ist, einfach so brutal zerstört wird, dann tut's doch weh im Magen. Alten Platanen drüben, Naturdenkmale einfach so verschwinden sollen, dann zieht das Herz zusammen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind nämlich keine technokratisch verbildeten Monster. Wir sind Menschen mit Herz und mit Seele, die sich freuen an dem Schönen, was Krieg und Nachkriegszeit übrig ließen von Stuttgart. Weiter Punkt. Man hält uns vor, der Widerstand käme zu spät. Das kommt auch daher, weil die Projektbetreiber bis heute statt Information nur billige Emotionalisierung betrieben mit Slogans wie vom Herz Europas, mit Videoanimationen, als ob die schöne neue Welt entstünde. Will nicht durch Werbung überredet werden. Sie hat sich langsam selber informiert. Ein Szenario von Schrecken über Schrecken hat sich eingestellt. Die Kosten explodieren laufend. Die geologischen Probleme sind nicht abgeklärt. Der Güterverkehr hat dabei keine gute Zukunft. Der Anschluss an den Nahverkehr verschlechtert sich. Und was ganz schlimm ist, wer durch Stuttgart künftig reisen soll, sieht nichts mehr von der schönen Stadt, nur noch dunkle Wände. Freunde, das ist ein Akt von Selbstzerstörung für diese Stadt. Und nun zum Dritten. Uns wird gesagt, dass alles sei doch längst beschlossen. Als demokratischer Bürger fragt man sich, was sind das für Beschlüsse, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung die Kosten gar nicht klar sind, wenn Gutachten verheimlicht werden, wenn nur die Werbung zählt, anstatt das Hören auf die Sach- und Fachkritik. Stimmt man?
eigentlich in Parlamenten nur über vage Visionen ab oder erfordern neue Sachverhalte, neue Überprüfungen. Liebe Freunde, das weiß doch jeder Unternehmer, wenn ein Projekt, das im Entstehen scheitert, das kommt nicht auf den Markt. Das Grundgesetz sagt, alle Gewalt geht vom Volke aus. Einer parlamentarischen Demokratie. Regierende und Parlamentarier müssen und sollen hörbereit sein auf das, was man im Volke denkt und fühlt und weiß und sagt. Wenn man uns hier nur die kalte Schulter zeigt, dann stellt man uns als Bürger vor die Wahl, entweder wütend zu werden oder resigniert zu schweigen. Ein solcher Vorgang wirkt wie Gift für die demokratische Kultur in diesem Lande. Um den runden Tisch, der, wie wir gerade gehört haben, nur vielleicht kommt. Nur dann, wenn er vielleicht irgendeinen Sinn macht. Wenn aber eine Seite meint, da ginge es nur um Nettigkeit. Der Abriss unseres Bahnhofs sei doch schon vollzogen. Dann wird der Ärger umso größer. Keiner ernst genommen und die Wut der Menschen nimmt noch weiter zu. Für mich gibt es einen Kompromiss für diesen runden Tisch. Erhaltet uns den Bahnhof, stellt ihn wieder her. Saniert ihn für die Zukunft. Und dann Hände weg vom grünen U in Stuttgart. Und dann bleiben, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mittel für die Strecken der Bahn, auch für die Strecke nach Ulm. Die Güter gehören auf die Bahn und nicht alle auf die Straße. AG, sage ich, macht eure Hausaufgaben, dass wir nicht täglich hören müssen. Wir bitten um Entschuldigung. Das ist doch peinlich. Das arme Personal der Bahn erlebt täglich diese ganze Wut der Kunden, diese armen Mitarbeiter. Ja.
letzter Punkt. Viele von euch wissen, ich freue mich, dass ich auch viele hier aus Kirche kenne. Sie wissen, dass ich mehr als 4 Jahrzehnte in der evangelischen Kirche engagiert und tätig war und auch heute noch ehrenamtlich mitmache. Ich spreche nicht für die ganze Kirche. Ich weiß, dass es da auch Menschen gibt, die anders denken als wir auf diesem Platze. Das ist so. Trotzdem, 2 Aspekte aus der Bibel nenne ich. Zum einen, der Staat hat vor allem die Aufgabe, zu sorgen für Frieden und Gerechtigkeit. Hilft nicht zum Frieden unter Menschen und auch nicht zum Frieden in dieser Stadt. Es entzweit die Bürgerschaft. Das ist genau so wie beim Turmbau zu Babel, wo die Oberen sich einen Namen machen wollen. Auf Volk nicht hören, nur Unterwerfung fordern und Chaos produzieren. Und dann Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint, dass der Staat sich konzentriert auf Kultur und Bildung für alle Bürger. Bravo! Auf Chancengleichheit. Auf Chancengleichheit für die Armen und für jene, die von sich aus wenig Chancen haben. Wo so Gerechtigkeit gedeiht, da wächst der Friede. Weiterer Aspekt aus der Bibel. Die christliche Botschaft beginnt mit dem kurzen und klaren Satz: Kehrt um. Denkt um, seid kritisch zu euch selbst. Wenn die Politiker, zum Beispiel Herr Grube, Herr Mappus, Herr Schuster und alle, die mitentschieden haben, sagen würden, jawohl, wir haben uns getäuscht, das kommt doch viel zu teuer und bringt nichts, was es soll. Es ist so grob für dieses schöne Tal und wird nicht angenommen. Wenn sie so sagen würden, dann wäre das für mich nicht peinlich und nicht feige. Es wäre mutig. Es gehört zur Würde von uns Menschen, dass wir umdenken und umkehren können. Ich wünsche den Politikern, dass sie in diesem Sinne Mut und Würde